So Freunde, jetzt Display Nummer 3. Und diesmal wird es anders sein. Ich werde es halt alles schneiden, eine Kurzfassung draus machen. Ist glaube ich lieber so wie jetzt hier 20 Minuten zuzusehen, wie man Kammern und Kammernkarten zieht. Na, so die Highlights werde ich dann reinschneiden, wenn ich es hinkriege. Ne? Also Anfänger. Wir fangen einfach an. Das letzte Display war ja mega geil. Logo VMAX Alternative Artwork, ja. Und die Goldcard Electroball Shiny. Mega. Und Verborgenes Schicksal TTB war ja auch mega geil. Mit Felidara Shiny Full Art. Und Arctos V. Yes. Sauber. Hier gibt es den Code dazu. Z. Die werde ich jetzt nicht eintöten. Ich brauche noch Sleeves. Ich bestelle. So. Lapras, Flauschling, Muffins, Voltila, Stolos als die Reverse Rare und Inteleon als die Holo-Karte. Code. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Drachenwandel. Davon habe ich leider keine drei Displays. Okay. Und Metagross V-Max. Nice. Und ich glaube auch gar nicht, dass ich die zwei, die ich jetzt vorbestellt hatte, überhaupt bekommen werde. Aber aktuell ist ja auch so ein glänzendes Schicksal, wieder zu fast normalen Preisen zu haben, beziehungsweise die TTB, die gibt es. Gottrom als Holo-Karte. Code. Und das wird wahrscheinlich dann auch mit Drachenwandel so sein, dass die aktuell versuchen, so viel wie möglich aus den Sets rauszukriegen, die Händler oder die Scalper eher gesagt, ja. Die Rare-Karte. Ich hoffe ja auf Lavados alternatives Artwork oder Metagross V. Code. Also auf Lavados würde ich mich auf jeden Fall freuen. Oder Arctos natürlich auch. Also die würde ich gerne unbedingt haben. Das ist mein Ziel. Natürlich noch eine Goldkarte hier drin wäre optimal. Oder eine Rainbow-Karte. Aber die alternativen Artworks, die wäre mir lieber. Octo Holo. So, letztes Päckchen der ersten Hälfte. Und Galalasho King als die Rare Holo. Geht das? Gleich mit der nächsten Seite. Einen guten Pull oder beziehungsweise hoffentlich mal 3-4. Wir müssten noch hier drin sein. Bibor als Rare Holo. Hab ich noch nicht. Sauber. Oh. Vergessen, sorry. Schimmelreiter Koronospa V.
war jetzt der erste Hit eigentlich, so ein richtiger in der rechten Hälfte. Und Taurus Ahuru, auch geil. Gala Ognatol ist die Rare-Karte Holo und da gibt es natürlich den Code dazu. Es neigt sich dem Ende, das kann nicht sein. 6 Packs noch und dann muss doch ein Hit noch geben. Rainbow oder eine Gold Card oder eine Alternative. Boreas V. Yeah, eine Full Art. Code, yes. Vier Packs noch. Oh, warte. Und Celebi V als die Rare-Karte. Sehr schön. Scarabon, Pyrogon, Libelo als die Reverse und Gardevoir als die Rare-Holo. Diesmal ziehe ich wahrscheinlich viel mehr Holos wie die V-Karten. Das Display, wie gesagt, mega geil. So. Würde ich mich mega freuen als alternatives Artwork. Noch mehr über Lavados. Hornilu, Schnäppke, Ladybug und... Oh, Galalauch zu dort. Okay. Code. Ich trotzdem. So, die Ausbeute. Celebi V. Boreas V. Alte. Ich glaube, das ist die Alternative. Nee, sorry. Das ist die Vorrat. Schwimmelreiter Koronospa V. Metagross V. Metagross V Max. Und natürlich Arctos V. Sauber. So, werde ich mich gleich an die Arbeit machen. Dann bis zum nächsten Mal.